Lieben, wir testen heute Produkte aus, die Höhle der Löwen. Es ist schon unser zweiter Teil. Viele von euch kennen bestimmt den ersten. Und wenn nicht, dann schaut euch unbedingt auch noch den ersten an. Es hat mega viel Spaß gemacht. Und jetzt haben wir einfach wieder 4 Produkte von die Höhle der Löwen bestellt, die wir jetzt live vor der Kamera zum allerersten Mal ausprobieren. Und wir sind gespannt. Und gebt uns super gerne einen Daumen nach oben auf dieses Video, wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, wo wir Produkte aus die Höhle der Löwen austesten. Wie ihr vielleicht euch denken könnt, große Fans von die Höhle der Löwen. Und es ist jetzt auch schon, ich glaube, die dritte Staffel. Aber die erste habe ich nie geguckt, die zweite schon. Also ich habe alle geguckt, nicht ganz alle Folgen, aber fast alle. Und ich gucke sie auch immer im Internet nach, wenn ich eine verpasse. Und ich finde es einfach super unterhaltsam und auch irgendwie inspirierend und ja. Und man bekommt einfach immer Lust, diese Produkte auch zu haben. Und man will wissen, sind die wirklich so gut, wie die immer behaupten und so. Und ich will immer, oh, das muss ich bestellen. Oh, das will ich haben. Wir beginnen als erstes mit Malz-Ed. Das ist ein Malz. Brotaufstrich und Malz ist doch Bier, oder? Also Bier ist aus Malz und Bier ist eklig. Oder ist nicht Malzbier das alkoholfreie Bier? Ach, Hopfen, was ist denn Hopfen? Hopfen. Malzbier ist... Ne, Malzkaffee. Hä? Was ist denn jetzt Malz? Oh Gott, wir sind bestimmt voll dumm jetzt. Peinlich. Naja, wir wollen einfach nur einen Aufstrich testen. Das war so eine etwas ältere Frau, die den herstellt und die ist einfach so, so sympathisch. Ehrlich, ich würde dir alles abkaufen, weil die ist einfach so süß. Umso mehr freue ich mich. Und wir haben hier so ein Testpaket bestellt. Oh, patentiert steht sogar drauf. Und zwar sind da 6 verschiedene Sorten drin. Ich habe hier einmal Kaffee und Vanille. Quitte hell. Pur, also das ist Malz. Pur. Holunderbeere. Ingwer. Und Chili. Chili ist bestimmt krass. Ingwer ist auch nicht so meins. Mögt ihr Ingwer? Schreibt es mal, ob ihr Ingwer mögt. Magst du Ingwer? Mittel. Ich kann mir einfach gar nichts unter dem vorstellen. Welchen testen wir? Chili. Wollen wir Chili testen? Mit am leckersten hat sich Holunder. Holunder oder Heidel? Holunderbeere. Oh, interessant. Wollen wir Holunder testen? Ja. Okay. Wir haben hier Toastbrot. Voll dünnflüssig. Schwabbelbabbel. Soll ich dir eine Schnitte streichen? Aber ich will nur ein kleines Stück. Das ist voll komisch. Wir sind slimy. Wer mag ich? Streich mir mein eigenes. Sarina ist nämlich sehr, sehr eigen, was Brotstreichen angeht. Wenn sie sich ein Butterbrot oder Nutellabrot, dann ist es nämlich immer eigentlich sehr exakt und Millimeter gut verteilt. Boah, guck das mal an. Das ist echt wie slimy. Cheers. Ding, ding, ding. Das schmeckt doch gut. Ist so ein bisschen süß mit ein bisschen sauer. Ich finde, es schmeckt gut. Eigentlich wie Marmelade. Ja, doch. Ist ganz lecker. Was davon ist jetzt eigentlich das Malz? Magst du noch eins? Nö, gerade nicht. Probier's mal so. Ist aber jetzt nicht besonders beeindruckend. Was meinst du? Ich finde es lecker. Ich finde es aber nicht das Leckerste, was es gibt. So. Es schmeckt ein bisschen wie nicht so krass süße Marmelade. Es könnte noch ein bisschen fruchtiger sein. Ich mag Nutella. Es wäre zwar ganz lustig, wenn wir jetzt alle Sorten testen würden, aber das hält nur 2 Wochen, nachdem man es geöffnet hat. Und das, ja, wäre halt blöd. Deswegen müsst ihr die anderen selbst testen, wenn ihr wollt. Zack. Boah, jetzt hast du es. Okay. Oh, jetzt bin ich aber durstig. Ach, ich habe hier ein Glas Wasser für dich. Danke, aber oh, das hat hier Ränder und Flecken. Das ist jetzt wirklich... Das Glas sieht aber nicht ganz sauber aus. Wenn du dich unwohl fühlst, dann verwend doch Glasello. Ah, wow, wo hast du den denn her? Das ist ein Desinfektionsstick. Und der desinfiziert mein Glas. Ja! Guck mal, ob ich was zwischen den Zähnen habe. Nö, hab ich hier unten. Zahnschlange und so. Während Vicky ihre Zähne säubert. Bin schon fett. Das ist ein Desinfektionsstick, also eigentlich wie Desinfektionsgel, was man für die Hände verwendet, für Gläser. Man kann da den Glasrand entlang fahren und dann sollen alle Keime, Bakterien, Viren, keine Ahnung, was da Ekelzeug drauf kann, Pilze, das soll dann weg sein. Ja, testen wir das mal. Was sie in der Sendung irgendwie als Kritikpunkt genannt haben, war, man muss danach 10 Sekunden warten. Hat das so einen Kritikpunkt? Ich finde auch, weil irgendwie, ich mag eh, dass das dann wieder wegtrocknet. So. Gibt es da eine Anleitung? Ja, man muss einfach vorschütteln. Und jetzt hat sich der Schwamm hier oben angesaugt ist. Oh mein Gott. Und muss es außen oder innen sein? Außen, ich trinke außen. So, sieht aus wie geputzt. Wie frisch geputzt. Jetzt muss ich warten. Riech mal. Oh, das riecht wie Putzmittel. Aber wie gutes Brillenputzmittel. Ein bisschen scharf auch. Ich warte mal, bis das aufgehört wird, so zu riechen. Sonst kann ich da nicht draus trinken. Es riecht ein bisschen giftig. Wer riecht gerne Diesel? Schreibt das mal in die Kommentare. Oder Benzin. Oder das, was an der Tankstelle also riecht. Wenn ihr das gerne riecht, dann macht mal Flammen in die Kommentare. Den Flammen-Emoji, okay? Riechst du das gerne? Mittel. Kann sich wohl nicht entscheiden, dieses Mädchen. Hasse den auch. Mir wird schlecht davon. Okay, jetzt sind 10 Sekunden rum, aber ich mag nicht. Mach du mal. Ja, riecht schon noch. Vielleicht nur noch 20 Sekunden. Wir warten jetzt schon eine Minute. Bitter. Da muss man noch ein bisschen warten. Okay, trink. Aber ist das giftig, wenn ich jetzt? Das kann nicht giftig sein, sonst dürfen sie es nicht verkaufen. Aber könnte man das austrinken und es passiert nichts? Dann ist man innerlich gereinigt. Ich esse immer zum Nachtisch ein Desinfektionstuch. Und der hat geschmeckt. Ich desinfiziere mal hinter dir nach. Schmeckt nach Wasser. Soll ich nochmal schlecken?
echt bitter. Abschlecken würde ich es euch nicht empfehlen. Die ihr Glas halt gerne desinfizieren wollen, ich glaube, für die ist das schon richtig cool. Aber ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie Herpes oder irgend sowas. Also wüsste ich nicht, warum ich jetzt beginnen sollte, das zu desinfizieren. Manche Leute sind eben, auch haben sie, glaube ich, auch in der Sendung gesagt, viel empfindlicher. Wenn die mal so ein bisschen schmutziges Glas oder so haben oder... Das, man sieht die Bakterien eben nicht. Man muss ja gar nicht sehen, ob das schmutzig ist. Da kann ja trotzdem irgendwas dran sein. Und wenn die halt dann immer empfindlich sind und dann so an den Lippen irgendwas bekommen, ist das schon doof. Für die wird es sich lohnen. Oder im Ausland ist ja auch oft nicht so mit der Hygiene. Es funktioniert. Man hat ja gemerkt und es war sauber und man hat es gerochen und geschmeckt. Wenn man das einfach in einer größeren Variante rausbringt, ist das wie die Klobrille. Damit kannst du dann zur Höhle der Löwen gehen. Würde das kaufen? Auf dem öffentlichen Klo. Passt doch in jede Tasche. Was machen wir jetzt? Schminken wir uns nach? Ja, wir müssen unseren Lippenstift jetzt nachtragen, weil wir ja gerade getrunken haben. Und weil es hier so dunkel ist, haben wir... Wartet, Leute. My Beauty Light. Für einen perfekten Auftrag von Make-up und Pflege. Oder so. Das Licht für makellose Make-ups. Das Logo finde ich aber schön. Die Frau hat ja gehört das, die macht das. So sieht die Verpackung aus. Schon mal sehr hübsch, rosa und sehr ansprechend. Das ist so eine Lichtleiste. Oh nein, brauchen wir Batterie? Steckdose. Oh, das ist ein Zauberstab. Um es nochmal zu erklären, das ist eine LED-Leiste, die Tageslicht imitiert. Und die kann man sich mit Saugnäpfen an den Spiegel kleben. Und dann hat man wunderschönes Licht zum Schminken. Was denn? Ich zeige mir. Ach so. Mit Saugnäpfen. Hey, wo kommt das Licht raus da? Ich baue es mal zusammen. Und hier ist so ein, nachher noch so ein Stecker. Dann stecken wir es ein. Ihr habt vielleicht zum Beispiel kein Fenster im Bad und dann habt ihr grässliches Licht zum Schminken. Oder wenn man allgemein, wenn es dunkel ist. Im Winter ist es morgens immer so dunkel, da braucht man auch besseres Licht irgendwie. Und dafür ist dieses Licht geeignet. Ich stecke da sehr große Hoffnungen rein, weil es ist schon gut, wenn du ein richtig gutes Licht zum Schminken hast. Deswegen kann ich es gar nicht erwarten, es einfach auszutesten. Muss man abschlecken? Tun wir mal ohne abschlecken. Hält schon, das war gut. Sieht grandios aus, ne? Das Lustigste, das ist ein Spiegel, der leuchten kann. Ja. Aber das haben halt nicht alle. So. Wow. Das ist. Aber wie gut ist das Licht? Aber ich sehe mich selbst gar nicht so hell. Doch, guck mal. Wow. Stimmt, man darf nur nicht in die Röhre schauen. Für euch ist es jetzt etwas überbelichtet, aber oh mein Gott, sehe ich gut. Das ist echt gutes Licht. Hier kam, ich glaube, es gibt 3 Stufen. Ach, bei der teureren Variante. Okay, ich muss meine Augen wieder neutralisieren. Also man darf halt nicht direkt ins Licht schauen, aber wenn man drunter hinschaut, ist es echt richtig gutes Licht. Richtig gut. Und hier ist noch so ein Travel Set dabei. Das ist einfach so ein schwarzes Säckchen, wo man das gute Ding auch mit auf Reisen nehmen kann. Wir verlinken euch natürlich die ganzen Produkte in der Infobox. Die gibt es auch alle auf Amazon und teilweise gibt es die Sachen auch in Supermärkten, aber das gibt es nicht im Supermarkt. Glaselle habe ich mal gesehen im Supermarkt. Und Malze. Vermutlich. Aber nicht in Österreich, glaube ich. Naja, wie gesagt, cool und vor allem im Winter wird es bei uns auf jeden Fall zum Einsatz kommen, oder? Ja, wer kriegt? Ja, wir stellen einfach noch eins, oder? Also für mich ist es eine Empfehlung. Ja, ich bin auch von diesem Produkt bis jetzt am begeistertsten und das ist einfach so das Sinnvollste, was wir bis jetzt getestet haben. Oh! Puh, jetzt hätte ich gerne einen frischen Geschmack im Mund. Ich auch, dieses Malzit, ich werde das nicht los. Und wir reden nicht von Papa Türk. Also ratet mal, was könnte es noch sein? Ratezeit vorbei. Bitte schön, ich habe hier das Kaugummi für dich. Danke! Ich werde das Kaugummi jetzt gerne testen. Wir haben 3 Sorten. Einmal Zitrone Basilikum, Orange Ingwer und Holunderblüte Minze. Ich will Holunderblüte Minze, das hört sich am leckersten an. Ingwer, okay. Kannst du? Wisst ihr, was das Lustige ist? Hier steht ja das Kaugummi. Also kurze Geschichte, na jetzt. In Österreich verwendet man teilweise andere Artikel als in Deutschland. Und wir in Österreich sagen eigentlich zu fast allem das. Das Radio, das Kabel, das... Was noch? Das Nutella. Eigentlich überall. Und zu Kaugummi sagen wir der. Und in Deutschland sagt man der Radio. Man kann sagen die Nutella, oder? Ja. Aber das Kaugummi. Wir sagen der Kaugummi. Voll lustig. Ja. Im Fernsehen dachte ich so, die haben das einfach so erfunden, dass es cool ist, nennen sie das Kaugummi. Das wäre falsch. Gib mir den das Kaugummi mal bitte. Ich mache heute eine Ausnahme, weil eigentlich dürfte ich ja nicht. Aber wegen der Zahnspange. Wie findest du eigentlich die Verpackung? Die ist natürlich auch ein Thema. Die ist doch mega unpraktisch. Finde ich auch. Die purzeln dir alle raus, wenn du das so in der Tasche hast. Gib ihn mir. Wieso nehmen die in der Werbung eigentlich immer 2 Kaugummis auf einmal in den Mund? Stimmt, die haben dann so aufgefächert und dann so legen sie ihn so auf ihre Zunge. Ja, du hast so einen Riesenklops im Mund. Das schmeckt gut. Mhm. Was ist das? Holunderblüte Minze. Schmeckt voll gut. Mhm. Ich mag ja eigentlich nur richtig scharfe Kaugummis. Aber es ist ein bisschen hart. Liegt daran, was kalt ist? Nee, ich glaube, wird noch. Du musst ihn das einkauen. Okay. Pro oder wie? Das schmeckt irgendwie wie so eine Holunderminz-Limonade. Das, ja, mag ich total. Sehr lecker. Wollen wir noch einen zweiten probieren? Eine andere Sorte. Und ich die Packung offen. Okay. Wir sind heute sehr genügsam und testen überall nur eins. Die anderen müsst ihr wieder selbst testen.
Malz, jetzt sind wir los. Lasst uns doch einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Tschüss.